Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alledem. Ja, hallo zusammen zu dem nächsten Video von mir. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt wollte ich mal wieder ein bisschen ernster machen mit Videos. In der Hoffnung, dass ich von gewissen Nebensächlichkeiten wie Arbeit und sowas nicht wieder so abgelenkt werde. Auch habe ich mich in den letzten Tagen mit etwas anderem auf YouTube beschäftigt. Dazu vielleicht mal in Zukunft mehr. Aber ich habe jetzt auch wieder etwas zum Testen bekommen. Und das möchte ich euch vorstellen. Und zwar geht es um Watte fürs Selberwickeln. Watte fürs Selberwickeln gibt es ja zigtausend Varianten. Es gibt diese tolle Muji-Watte hier, ja, war ja sehr gehypt. Es gibt so ganz spezielle Wickelwatten, hier habe ich jetzt mal Fiber Freaks, alles nur als Beispiele. Und bisher in der ganzen Vergangenheit habe ich einiges von denen ausprobiert, die Natural Wick und wie sie alle hießen. Und die haben mich alle, ja, mehr oder weniger nicht überzeugt. Und zwar immer im Vergleich zu dem, was ich sonst immer verwende. Das ist ganz einfache Bio-Watte. Ich glaube, in dem Fall bei DM gekauft. Aber ich nehme mal an, die ganzen anderen Drogerien, die es da gibt, werden sich da nichts großartig tun. Ja, da hatte ich mir ganz zu Anfang, weil, ja gut, ich brauchte irgendwie mal schnell Watte. Und die beste Möglichkeit war halt eben eine Drogerie auf dem Weg, und DM war die erste, über die ich gestolpert bin. Ja, und da habe ich mir dann halt großen Haufen Bio-Watte geholt. Und zu der bin ich halt trotz aller Versuche mal später mit diesen ganzen Spezialwatten immer wieder zurückgekehrt. Ganz einfach, weil auch wenn diese anderen Watten punktuell vielleicht immer ein bisschen besser waren, sie waren mal vom Geschmack her besser, sie waren mal beim Handling besser, mich dieser Unterschied nie so gereizt hat, dass ich sagen würde, hey komm, das ist es jetzt, da kehrst du zurück zu und benutzt das jetzt dauerhaft. Und dir ist es so viel besser als die DM-Watte, dass du sie nicht mehr brauchst. Aber jetzt habe ich von Kendo Vape mal deren Watte ausprobiert. Mit der Bitte, da auch eine Review drüber zu machen. Dann werde ich das Ganze jetzt reviewen. Und werde euch dann mal sagen, ob mich das jetzt von der Bio-Watte hin zum Spezialwattenzeug hinkuriert hat oder nicht. Des Weiteren zeige ich euch halt, was für Arten von der Watte es gibt und ja, was die so alles kann und was nicht oder so ähnlich und so fort. Ihr kennt das Ganze. Dementsprechend Kamera-Switch und wir gehen mal in die Nahansicht. In diesem Sinne, bis gleich. Okay, willkommen hier in der Nahansicht. Ich habe euch jetzt mal die drei Varianten von Kendo Vape Cutten aufgebaut, wie die verkauft werden. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, steht leider jetzt ganz hinten. Das ist die klassische blaue Variante. Das ist, habe das hier schon mal aufgemacht, einfach so ein Watteball, aus dem man sich dann so seine Watte rausfummeln kann. Das Schöne ist auf jeden Fall, dass die Fasern einem in keiner Richtung im Weg stehen. Ja, man kann also einfach freihändig sich das da rauszupfen, wie man will, formen, was übrig bleibt, packt man wieder dazu und da rein. So, ja. Das ist vom Handling also schon mal sehr angenehm.
Das Ganze gibt es auch in einem etwas kleineren Pack, das sogenannte Eco-Pack. Also hier drin sind, Moment, 5 Gramm drin, da sind es knapp 2 Gramm. Ja. Ihr seht hier unten, da steht die Füllmenge, wie viel da drin ist, das etwa 2 Gramm. Dann haben wir aber auch noch die Gold-Variante. Die sieht so aus. Und die hat, eben mal kurz das offene Paket nehmen, den Vorteil, dass sie schon in solchen Schnurform kommt. Was halt das Portionieren nochmal etwas leichter macht für Verdampfer. Ja, aber auch in dem Fall gilt, ihr könnt einfach sowas hier rauszupfen, auch von mir aus mittendrin. Ja, portionieren und was ihr nicht braucht, packt ihr wieder dazu. Dementsprechend habt ihr eine sehr, sehr, sehr ergiebige Watte, weil ihr halt so gut wie nichts davon irgendwie entsorgen müsst. Gut, jetzt will ich mal eben zeigen, wie man das am besten portioniert. Ich dampfe nochmal kurz und dann können wir hier in den Typhoon mal neue Watte einziehen. So, hier haben wir also jetzt den Typhoon stehen und nehmen wir mal ruhig diese Goldwatte hier. So, nehmen wir jetzt hier so einen kleinen Strunk, ziehen noch ein bisschen fluffiger auseinander. Vorne etwas gezwirbelt, damit wir ihn besser durch die Wicklung führen können. Und führen es einfach durch. Zack. So schnell geht das. Brauche ich nur noch irgendwas, um das mal kurz ein bisschen zu modellieren. Und hier den Rest, den brauchen wir schon mal nicht mehr. Den können wir gleich einfach wieder in die Packung tun. Wir können uns beim nächsten Mal noch wieder gute Dienste leisten. Und so schnell hat man die Watte da genau drin, wo sie hin soll. Sehr fluffig, sehr aufnahmefähig, wie ihr dann jetzt hier gleich sehen werdet, wenn ich die Wicklung benetze. Wirklich sehr easy beim Handling. Muss ich dieser Watte wirklich lassen. Und sie ist sehr gut darin, Liquid auch aufzunehmen. Ja, das Liquid klebt förmlich erstmal oben drauf und sickert dann stückchenweise oder schlückchenweise in die Watte ein. Also auch beim Benetzen hat diese Watte gegenüber der Watte, die ich sonst immer verwende, durchaus ihre Vorteile. So. Rundum ein bisschen das machen. Jetzt kann man auch einfach oben einfach Liquid drauf kippen. Das zieht sich dann schon entlang der Watte in die Position, wo es hin soll, wo noch was Liquid aufgenommen werden kann. Ja, und dann wartet, bis halt unten sich so der erste kleine See sozusagen auf der Verdampferplatte zeigt. Dann ist es auf jeden Fall voll und kann nicht mehr aufnehmen. So, das Ganze wieder zugeschraubt. Ja, also das geht wunderbar schnell, da die Watte zu wechseln und entsprechend halt an diesen Verdampfer anzupassen. Ich dampfe mal kurz. Ja. Perfekt, kein Waffelgeschmack in irgendeiner Form. Den hatte ich eigentlich bei der Drogeriewatte auch nicht.
Bei der Muschiwatte zum Beispiel, da habe ich immer so ein bisschen so einen Seitgeschmack bei Fiberfreaks zum Beispiel nicht. Dafür finde ich den vom Handling her unangenehmer. Ja, also lässt sich nicht so wunderbar in eine Richtung formen. Ja, der hat seine vorgeschriebene Richtung so ein bisschen. Und was ich da an Resten nachher abzupfe, das kann ich halt dann auch wirklich in die Tonne schmeißen. Das bringt halt nicht. Ja, das nochmal irgendwie zu versuchen wieder zu verwenden. Ja, kommen wir zu den Preisen. Das Problem ist, dieses Eco-Pack habe ich noch nirgendwo bei den deutschen Shops gefunden. Ich habe gerade eben nochmal gegoogelt nach dem Preis, um das sozusagen aktuell zu machen. Deutsche Shops habe ich keine gefunden, die dieses Eco-Pack führen. Die gibt es halt dann nur zum Beispiel in Großbritannien zu kaufen. Ist ja noch EU, auch wenn das ja jetzt beschlossene Sache ist, dass die rausgehen. Aber naja, sehen wir das mal von der entspannten Seite. Wenn die so rausgehen wie die Schweiz oder Norwegen, dann können wir da immer noch ganz gut einkaufen. Da kostet, glaube ich, das hier irgendwie 5 Pfund oder so, habe ich mal gesehen. Keine Ahnung. Die beiden Varianten hier gibt es aber in deutschen Shops zu kaufen, einige. Ihr wisst, Werbeverbot und so weiter. Aber Google hilft euch da, wenn ihr einfach Kendo Vape Cotton eingebt, dann wird schon das entsprechende Produkt sozusagen aufgeführt werden und ihr sucht euch dann einfach den entsprechenden Shop, den ihr mögt, raus. Die Shops, die ich gefunden habe, hatten auch alle die gleichen Preise, und zwar 7,90 € für ein so ein Paket. Und ich sag mal, auch wenn das nur 5 Gramm sind, ja, in Anführungszeichen, dadurch, dass diese Watte so ergiebig ist, habt ihr da auch lange Zeit von. So, eine letzte Sache zeige ich euch jetzt noch hier, was ich eigentlich sonst an das Ende des Videos packen würde. Und zwar, wenn ich ein Gewinnspiel machen. Kendo Vape hat mich mit einigen an Watte ausgestattet. Und zwar mehr, als ich je brauchen könnte. Ja. Ich habe hier ein ungeöffnetes Paket von der Gold Edition, ein ungeöffnetes Paket von der normalen Edition und zwei Echo Packs. Ja, die sind alle noch ungeöffnet. Dazu habe ich noch bekommen drei dieser Verdampferschutzringe, die ja, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mit anfangen, weil ich keinen Glasverdampfer mit verwende. Diese Sachen werde ich als Gewinnspiel ausloben. Ja, ich weiß, es gibt dieses Verbot für Gewinnspiele, aber ich denke mal, bei Watte und Gummiringen wird das nicht greifen. Dementsprechend werde ich die unter euch verlosen. Ihr kennt das alte Prozedere wie immer. Ihr schreibt bitte unten einen Kommentar in die Info, in die Kommentarsektion. Ich will es. Ja, ihr könnt danach auch alles Mögliche schreiben, was ihr sonst noch wollt. Und dann machen wir wieder mal eine kleine Verlosung. Ja, für diese Sachen hier. Ja, ihr werdet dann die Ziehung wieder erleben, wo wir dann einfach alles durchgehen. Da ich nur drei Ringe habe, werde ich es einfach mal so machen, dass je ein Ring für das Eco-Pack reserviert ist und eines für das Standard-Pack. Ja, also zu den beiden Eco-Packs bekommt ihr jeweils einen Ring dazu und zu der Standard-Pack. Wer halt das Gold Edition gewinnt, der muss halt ohne die Ringe auskommen. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. Gut, das soweit dazu. Ich würde sagen, es wird Zeit für die letzten Worte und das Fazit. Und das machen wir wie immer in der anderen Kameraansicht. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, willkommen zurück in der Frontansicht, wie auch man das nennen möchte. Was kann ich zu dieser Kendo-Watte sagen? Also erstmal noch die ganzen Angaben des Herstellers. Es ist 100% organische Watte, ohne irgendwelche Pestizide,
Und ja, soll nur natürliche Substanzen enthalten und so weiter und so fort. Es saugt sehr gut das Liquid auf, wie ihr gesehen habt. Die Watte gilt auch als etwas temperaturbeständiger, habe ich auch mal getestet. Also im Dryburn hält die natürlich nicht stand. Ja, das ist ganz klar, da brennt die Watte halt auch weg. Allerdings, wenn ihr mal so einen Verdampf habt, der so ein bisschen trockener läuft, da hält sie tatsächlich ein bisschen länger durch als andere Watte. Es ist keine Silikatschnur, die ihr, wie gesagt, trocken durchfeuern könnt oder sowas. Aber so im Großen und Ganzen hält sie schon etwas länger als, ich sag mal, hier diese Standardwatte, die ich sonst immer verwende. Verglichen auch mit der Muji-Watte, ja, sie schmeckt weniger, sie lässt sich auch leichter formen. Da bin ich auch recht positiv überrascht. Also, das ist die erste wirkliche Premium-Watte, in Anführungszeichen, wo ich wirklich sage, die hat wirklich nur Vorteile gegenüber der normalen, was ich immer verwende. Bin ich deswegen bereit, meine normale Standardwatte hier, wie gesagt, diese Drogeriemarktwatte deswegen aufzugeben und nur noch diese Kendo-Vape-Karten zu verwenden? Ich hadere noch mit mir, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe noch so viel von der Watte, dass ich vermutlich erstmal schaue, ob ich das nicht aufbrauche. Das wäre dann also wahrscheinlich so in 10 Jahren soweit, dass ich die hier aufgebraucht habe. Und dann würde ich mir überlegen, ob ich dann nicht auf sowas wie diese Kendo-Watte umsteige. Aber das ist die erste, wo ich wirklich sage, da könnte es sich wirklich lohnen, die 8 € für die Watte auszugeben, einfach weil sie wirklich ergiebig ist, man nichts davon wegschmeißen muss. Ja, und sie halt vom Handling wirklich so angenehm ist, dass es wirklich sein Zapp durch und fertig ist. Ja, und kein anderes Gedöns und sowas, nichts im Weg liegt. Aber wie gesagt, das ist die erste Watte, die mich zumindest zu dieser Überlegung gebracht hat. Ich bin ansonsten immer so ein bisschen so ein Watte-Schlomper gewesen, der gedacht hat, komm, ist egal, Hauptsache die Watte ist soweit pestizidfrei oder sowas. Und sie funktioniert vernünftig, dann packst du da rein. Ja, aber wie gesagt, diese Kendo-Watte ist so die erste, die mich zum Nachdenken gebracht hat, ob ich wirklich noch weiter diese Bio-Watte da verwenden möchte. Im Augenblick habe ich das so ein bisschen parallel liegen, was ich zuerst greife, verwende ich. Na, wie gesagt, diese ganzen anderen Watten hier, Muji-Watte und was ich da noch alles rumfliegen habe, das nehme ich also nur im allergrößten Notfall. Ja, das liegt also bei mir jetzt im Augenblick ziemlich rum. Will ich noch überlegen, ob ich das nicht irgendwann mal irgendwie verschenke oder sowas, weil mich das wirklich nicht überzeugt hat und ich es auch nicht brauche. Ja, dementsprechend, wer Wert auf gute Watte legt und ja, da noch immer das Richtige sucht, der sollte auf jeden Fall mal diese Kendo Vape Cotton sich mal anschauen. Die kann tatsächlich eine Menge, was bei anderen Watten, finde ich, zwar gehypt wird, aber nicht, ja, aber der Hype nicht der Realität gleichkommt. Ja, dann war es das auch schon zu dem Video. Ich wüsste nicht, was ich noch mehr erzählen soll. Vielen Dank an Kendo Vape, dass ich das ausprobieren durfte. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein Gaskerwind.